Ja, hallo, liebe Freunde. Willkommen zum Let's Play von Formel 1. Das hier ist das Ergebnis vom Qualifying. 1:39. Ja, der Rosberg war halt besser und Raikkonen ist auch vor mir. Und naja, ich würde mal so sagen, die Strecke ist zwar gut, aber die liegt mir jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht, die hat mich da immer wieder von der Strecke so gehauen. Keine Ahnung warum, auch wenn ich trotzdem halt nicht zu schnell unterwegs war. Wow, nur dreimal war ich besser als er. Naja. Wow, zwei Abzug. Also, ja, das Qualifying diesmal lief dann nicht so besonders, aber naja, vielleicht kann ich von da noch ein bisschen nach vorne kommen. Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der Formel 1 Weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem reinen Alfa Romeo Podest. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Am Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert, denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Eine gute Autostunde von London entfernt wartet mit Silverstone eine der renommiertesten Rennstrecken der Welt. Hier schlägt quasi das Herz des Motorsports mit 18 Kurven auf 5,8 Kilometer. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile geht die Kurve 1 schnell nach rechts und es gibt zwei DRS-Zonen auf der Welling und auf der Hangar Straight. So oder so, Silverstone ist immer eine Reise wert. Schauen wir Ja. uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nein, nein, brauchen wir nicht. So, was haben wir denn? Uah, ganz kurz nur die gelben. Und dann kommen die harten. Wow. Ich habe keinen harten Reifen gefahren beim Qualifying. Nee. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ganze 13 Runden. Überspringen wir mal wieder die Dingens hier. So. Wow. Ey, wer dreht mich denn da? Boah, Alter, wie weit fliegst du denn da raus? Hallo? Wir sind ja nicht auf Eis. Moment. Ja, das ist die. Weiß nicht, halt so eine Strecke, wo ich sage, nee, mag vielleicht gut sein, aber ist nicht gut, also nicht gut für mich. Ich will doch nicht da 20, 30 Meter und noch mehr nach außen fliegen, also blitzen oder auch immer. Hier ist auch kein Eis. Dann fahren wir ganz zurück sozusagen. Ja. Ich bleib bei A. Ach, toll. Dann haben wir wieder Regen.
Ist aber im Moment noch nicht so doll, aber mal eine Runde abwarten. Dann kann ich hier keine Regen okay, rein. Langsamer werden, langsamer werden. Ja, Tempo ja. ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ich war zu schnell, Mann. Ich hab's doch gesehen. Merke ich doch viel früher als du. Hoppala. Oh, Alter, wie kommt denn um die Kurven rum, ey? Alter. Ja klar, ich überholte ja auch noch. Muss er da auch eine Strafe bekommen? Kehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety-Car-Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Und der hat doch zuerst überholt. Ey, das ist doch so bescheuert, Mann. Der schmeißt ja nicht einen nach hinten, du musst so hinten bleiben. Ey, du kannst ja denn nicht wieder nach vorne, wo du warst. Ey, wie doof ist das denn? Oh Mann, ich hasse Regen, ey. Und dann noch bei dieser Strecke, wo du sowieso nicht so richtig um die Kurven kommst mit dem Wagen, ey. Oh Gott, und die bremst auch immer wieder auf der Geraden ab, ey. Das ist so blöde, ey. Ja, doch nicht so, Mensch. Also die Anzeige weiß ja auch nicht, was sie will. Mal soll ich hinter Vettel bleiben, mal soll ich hinter den Ricardo bleiben. Also was denn nun? Ey, das ist doch doof, Mann. Heißt das, bleib hinter Feld und wenn du nicht hinter dem Feld bleiben willst, heißt das nein, lass dich hinter Ricardo zurückfallen, ey. Alter, fahr doch schneller, Mann. Boah. Aber immer wenn Regen ist, ey, das ist komisch, ey. Ist noch nicht so doll, aber ja. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Du bist auch trocken. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Die Reifen haben auch schon einige Sachen bekommen, ey. Warum muss man gerade mit den Reifen starten, ey? Wieso nicht mit den anderen? Die länger halten. Ah, ja. Und warum muss man denn so lange draußen bleiben, ey, der Wagen? Safety Card ist noch nichts mehr auf der Strecke. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen ja. durchziehen? Also mit dem neuen versuchen. Die Reifen sind schon so kaputt nach so wenigen Runden, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey.
Ah, geht das noch langsamer da rein, ey. Hallo, mach doch schneller, ey. Los, los, los. Mann, 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 Mann. Achtung, gelbe Flagge vor dir. Ich sehe aber keine gelbe Flagge vor mir. Ich fahre nur auf dem Strich, also auf dem blauen hier. Sei gut zu diesen Reisen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mission zu Ende fahren. Ja. Ey, wie das einen da so nach draußen haut, ey. Bei der Ausfahrt. Ey, die Strecke, die gefällt mir überhaupt nicht, auch wenn die gut aussieht, ey. Bei der Ausfahrt automatisch nach draußen und kann dann nicht abbremsen, ey. Und auf einmal kommt so ein Schub da an, wupp, und haut das dich voll nach draußen, ey. Oh, Alter, wie lange bleibt der denn noch draußen, ey? Dann muss ich hinter dem bleiben, obwohl ich vorhin auf dem 4. 5. war, ey. Ja, ich weiß das. Ich fahre nicht erst seit gestern. Auch noch auf dem 22. Ey, wie gibt's denn sowas? Ich glaube, auf die Treppe kommen wir wohl diesmal nicht. Es ist grün. Gott, ey. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Da ihr Vollflüge dann schaden können, besser du kommst zur Reparatur und Erlebnis, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Ah, oh, hier um die Kurven rumzukommen, ey, das war schon im Qualifying blöde, ey. Ich weiß nicht, irgendwie liegt mir die Strecke nicht. Wo du bei anderen Strecken auch so langsam rumkommst, kommst du hier aber nicht rum, ey. Boah. Keine Ahnung warum. Oh, Alter, was ist das denn für eine Strecke, ey? Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Die Strecke ist frei, grüne Flagge. Hier muss er so langsam rum, so eng einschlagen, ey, mir geht gar nicht.
Naja, das klingt eigentlich für mich gesehen. Boah, da haut das einen wieder weg, ey. Na, wo man da von vor der Kurve wieder langsamer wird und alles abbremst und so einlenkt, nö. Hier auf jeder Strecke irgendwie, keine Ahnung, nützt das nichts. Oder nicht viel. Ey! Wo kommt der denn? Ja, klar. Der überholt er mich einfach, ey. Er hat dann nicht mal einen Spiegel gesehen. Alter, was gibt's denn? Das gibt's doch nicht. Ja, fahr mal an die Box, Mann. Nico fährt raus an die Box. Er ist jetzt in der Boxengasse. Na, einmal gut rumgekommen. So, hier geht es wieder voll langsam, voll einschlagen, ey. Also. Ey! Oh, Raikönin des Arschloch, ey. Ja, und noch einer reingefahren, klar. Ey, das ist doch bescheuert, ey. Wenn du irgendeinen Unfall hast, immer ist das der Raikönin, die ganzen Runden schon, ey. Immer fährt der einen hinten rein oder immer an der Seite einen rein, ey. Egal wo das war bis jetzt, ey. Und dann bist du auf der Strecke gerade, nein, kommt einer noch von hinten und rammt dich, ey. Also, das kann doch nicht wahr sein, ey. Aber ich kann hier noch gut lenken, habe ich das Gefühl. Ja klar. Alter, was ist denn los, sag mal, auf dieser Strecke? Hier wirst du überholt und alles, ey, und auf andere Strecken gar nicht so. Warum denn gerade hier? Verstehe ich nicht. Merkwürdig. Boah, Alter, ich will weiter nach vorne. Ja, diesmal sind wir da nicht so gut rumgekommen. Oh, diese Zickzack-Kurven, ey. Einmal links, dann wieder rechts, dann wieder links, dann wieder rechts, ey.
Da kannst du ja gar nicht so richtig Tempo machen, ey. Wer hat eine Erektion? Was? Boah, das ist eine Strecke, ey. Auch wieder hier. Gibt's doch nichts, was ist mit denen los? Wieso überholen die hier einen alle nacheinander, ey? Verstehe nicht, hier haut das einen wieder. Ja, klar! Alter, was ist denn das, ey? Dass es dich bei so langsamer Geschwindigkeit so weit nach außen haut, ey. Dann drehst du dich und alle so eine. Ich verstehe das nicht. Hier muss ich doch voll einlenken, ey. Alter, guck dir das an, was hinter einem ist, ey. Haben wir schlechte Reifen drauf oder was, ey? Dass wir so langsam sind. Wieso sind die anderen denn alle viel schneller? Auf dieser Strecke hier. Verstehe ich nicht. Klar. Du musst vor den Kurven bremsen, wir wollen keine Strafe aufgebunden bekommen. Alter, wie schnell ist der denn, sag mal? Und die anderen ja auch dann. Die haben doch schon die Reifen gewechselt. Von die anderen Harten da auf diese roten hier. Das gibt er. Wieso sind die alle denn viel schneller? Da stimmt doch irgendwas nicht mit dem Wagen, ey. Hat er keine Leistung mehr oder was? Aber lecken geht ja noch ganz gut, aber komisch ist das irgendwie, ey. Dann kommt so langsam in die Kurven rum oder was und dann. Keine Ahnung warum. So kaputt sehen die Reifen aber nicht aus, Mann. Hoppala. Kurz auf die Reifen geguckt. Ja. Ja, rammt da nochmal, Alter. Kann's vergessen, ey. Das gibt's. Da wird so überall gerammelt und geschubst und alles und. Nee, du. Und dann hier überholt, da überholt, dann nochmal gerammelt. Ey, was ist denn mit dieser Strecke los, sag mal?
Ich verstehe es nicht. Ja, wieder hier in der Kurve. Klar. Ah, das ist nicht wahr. Die sind alle hier viel, viel schneller. Warum? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht, warum wir hier viel langsamer sind als die anderen Strecken überall. Ey. Wir haben doch schon einen neuen Motor und alles, ey. Ups. War zu weit eingelenkt. Boah, Alter, links, rechts, ey. Guck dir das an, wie schnell die sind, ey. Das gibt's doch nicht, Mann. So, fahr ich dagegen, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Alles in Ordnung? Kommt der Reifen von hinten, oder was? Das will ich noch. Hä? Auf der Geraden sind die viel schneller, überholen ein, ey, als wenn ich viel langsamer fahre als die. Kuckuck. Ach man, das ist doch irgendwie blöde, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso können die denn viel schneller fahren auf der Geraden? Ich verstehe das nicht. Ach man, ey. Das kann doch nicht wahr sein, diese Strecke, ey. Hat schon bei Qualifying überall nicht geklappt, ey. Ja. Ey, das ist nicht so schnell und die Geschwindigkeit, die haut dich immer an derselben Stelle so von der Straße, ey. Das ist nicht wahr, ey. Was ist denn das hier für eine Flugkraft, ey? Oder Fliehkraft hier, ey. Keine Ahnung, warum das hier so schwer ist, um die Kurven zu kommen, ey. Und dass die anderen auf der Geraden viel schneller sind. Und dabei habe ich doch vom Motor zweimal verbessert, ey. Ich merke, ja. Mach doch platt, du... Mann, ey. Hallo. Ah, nee, ey, gibt's doch gar nicht. Wieso sind die auf der Geraden so viel schneller? Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, und? Voll einlenken hier, Alter. Der wird schon wieder überholt. Ah, kann doch nicht. Ja, überholt er auch. Ey, das ist nicht. Die sind viel schneller. Wie kommt das? Ich verstehe es nicht.
sind alle über dieses Resultat enttäuscht. Grund genug, hart weiterzuarbeiten. Alter, wie blöd ist das denn? Ja komm, dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Welt. Ja, das kannst du auch vergessen, das Rennen, ey. Qualling fein, nie so richtig um die Kurven gekommen, ey. Das Rennen war noch schlechter, ey. Der wird auf der Geraden voll überholt, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich verstehe das nicht, dass die da alle viel schneller waren, ey. Raikönnen auf dem vierten, ey. Ja, Rosberg, gut, die beiden haben wir hinter eingelassen, aber. Oder wie auch immer. Na gut, dann warten wir mal die nächste Strecke ab. Welche ist das denn jetzt? Hoffentlich eine, wo ich besser um die Kurven komme, wo mich keiner auf der Geraden immer so leicht überholen kann, ey. Klappe auf, was haben wir denn hier jetzt? Gut. Können wir den, nein, können wir da nichts verbessern. Ach man, also. Unser blauer Strich ist immer noch weiter vorne. Und trotzdem haben die anderen einen auf der Geraden so leicht überholt, ey. Okay. Ich will nur nicht, dass der Raikönnen dauernd so weit vorne ist, aber im Moment haben wir bei denen ja, guten Vorsprung, kann man das so sagen? Es geht, ne? Rosberg, okay. Aber der Raikönnen, ey, der rammt einen dauernd und so weiter. Okay, Leute. Mal sehen, wie die nächste Runde ist, ne? Also. Dann bis zur nächsten Runde. Ciao. Und fahrt vorsichtig. Und nicht so wie ich. Also, bye bye.